Volles Haus in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg-Nord. Hier findet gerade die Messe Angeln 2020 statt. Zahlreiche Besucher sind auf der Suche nach den neuesten Trends und innovativen Highlights im Angelsport. Hier ist es sehr interessant. Hier kann man sich mit den Bekanntheiten aus der Angelszene mal gut unterhalten, ein paar Tipps einholen, vielleicht ein bisschen Tackle kaufen. Mein Mann interessiert sich auch noch hier für diese Köder, die man auch selbst machen kann. Ne? Diese Gummifische macht er zu Hause selbst mit eigenen Formen und so weiter. Wir sind zwar jetzt vor 5 Minuten erst gekommen, aber schon eine Menge Geld ausgegeben. Ich tue mal weg. Klar. Das ist eine richtige gute Messe, ist das. Wir sind ein Bootshandel. Es gibt nicht so viele Bootsangler, sage ich jetzt mal, wie Leute, die sich ans Ufer stellen und angeln. Aber dafür, wir kommen aus dem Sprechen nicht raus. Die Übersicht, die Auswahl. Also wir haben eigentlich alles, aber wir fahren trotzdem jedes Jahr hierhin. Einfach nur die Angelsachen mal, was gibt's Neues auf dem Markt? Ganz einfach. Weil in der Angelei ist es mittlerweile ja so, Hightech ist voraus. Und das alles schon seit 15 Jahren hier in Duisburg. Und von keinem Geringeren organisiert als von Norbert Zajak, Ladeninhaber des größten Zoohandels der Welt mit Sitz in Neumühl. Auf der Messe bekommt man einfach alles. Eigentlich alles, was man braucht, um Fisch zu fangen. Das heißt also, vom kleinsten Köder angefangen, der also erstmal der Ursprung ist, vielleicht sogar das Futter zum Anfüttern der Fische, dass sie kommen, eben die ganz kleine Fliege oder einen anderen Köder, wo man so was fangen kann. Und das geht also dann hin bis Riesenködern, bis große Angeln, bis große Kescher, bis zum bösen Gaff, wo ein viel zu schwerer Fisch dann wieder rausgefangen wird. Natürlich haben wir hier auch ein tolles Vortragsprogramm. Hört man vielleicht im Hintergrund die Stimmen, hier läuft den ganzen Tag Vortragsprogramm. Wir haben Fliegenfischer hier, die zeigen, wie man so richtig schön die Rute wirft, wie der Faden bis zum Fisch gleitet vom Futter. Bis zur Pfanne, das heißt also, die Küchengewürze für Fisch gibt es hier natürlich auch. Alles zum Angeln, alles um den Fisch. Super Messe, denke ich mal. Hier gibt es also alles, was das Anglerherz begehrt. Sogar von Hightech-Angeln bis hin zu großen Motorbooten für den längeren Ausflug. Die Besucher sind aber auch wegen ihm hier. Uli Bayer, der bunte Hund der Branche und Deutschlands wohl bekanntester Angler. Sie holen sich von ihm Tipps und Tricks, denn er weiß, wie es geht. Ich habe im Sommer mal 3 ganz große Hechte in kurzer Zeit hintereinander, übrigens auf den Saltwobbler, fangen können. Da haben wir jetzt sehr drüber gesprochen und man sagt, so 1,30 Meter Hecht ist schon ein absoluter Riese, ein Fisch des Lebens. Und ich habe dieses Jahr 2 1,30er selbst gefangen und meine Gäste haben auch noch einen gefangen und mehrere, die ganz knapp dran waren. Das war also ein besonderes Erlebnis und diese 3 an einem Tag, das war also 1,18 Meter, 1,19 Meter und 1,32 Meter. Doch nicht nur Uli Bayer und sein Messestand mit Vorführungen locken die Besucher an. Die Messe ist auch Treffpunkt zum Austauschen. Angler aus Irland, Norwegen und Schweden sind hier. Die Angeln 2020 ist Erlebnismesse. Hier sind alles Hobbyisten, alles Freaks, alles naturverbundene Menschen, die sich gerne draußen aufhalten, die auch gerne mit netten anderen Menschen reden. Und hier so Angler ist ein total offenes Volk. Und hier am Niederrhein, hier im Ruhrgebiet, ist das größte Angelrevier in Europa. Das weiß nur keiner, außer die Angler. Die halten da schön die Klappe und sagen, wenn man erzählt dann nicht weiter, dann stehen so viele und wollen meinen Fisch fangen, den ich morgen hier fangen will. Also hier ist wirklich die Szene. Hier brummt der Bär, wie man so schön sagt. Hier sind die Angler, hier fühlen die sich wohl. Und vielleicht findet man dann auch noch das ein oder andere Angelutensil. Und irgendwann auch mal einen Fisch.